die Hand hält, dass das mindestens so viel ist wie die medizinische Kunst des Arztes. Und ich glaube einfach daran, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Menschen diesen Glauben nicht verlieren. Dass sie ihn so wenig verlieren, wie sie ihn verlieren angesichts korrupter Politiker an das Leben in der Gesellschaft, wie sie ihn nicht verlieren dürfen, diesen Glauben angesichts von Prügelpolizisten oder korrupten Polizisten an den Sinn der Polizei, wie sie ihn angesichts von größten Terroranschlägen nicht verlieren dürfen, etwa an den Frieden der Welt, an den Flugverkehr und an viele Dinge mehr. Es wird an uns liegen, dass wir dazu beitragen, dass es dieses Vertrauen weiterhin gibt. Und soviel ich weiß, zeigen das eigentlich die Patienten in den betroffenen Pavillon. Aber das ändert alles nichts daran, dass ich eigentlich sehr hilflos bin und sehr traurig bin. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, das wird vor allem ein Mann, das wird die Aufgabe eines Mannes sein, der ausgerechnet heute die Leitung des Krankenhauses in Linz übernommen hat, Primarius Gschneid. Wir haben für diese Sendung eine Live-Außenstelle im Spital in Linz, und zwar genau in der Station eingerichtet, in der die Mordserie in den wahrscheinlich letzten 6 Jahren passiert ist. Mein Kollege Alfred Stamm meldet sich direkt von dort. Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich melde mich live aus der ersten medizinischen Abteilung im Pavillon 5 des Krankenhauses Linz. Wenn Sie so wollen, vom Schauplatz des Geschehens. In den letzten 6 bis 7 Jahren sind hier in diesen Krankenzimmern und vermutlich auch hier auf diesen Betten zahlreiche Morde verübt worden, mindestens 49 Mordtaten, verübt von Stationsgehilfinnen dieser Abteilung. Sie hatten hier ihren Stützpunkt. Nun, die ersten Erhebungen der Polizei hier in der Abteilung sind vorüber. Die Stimmung, wenn man sie hier charakterisieren soll, die schwankt zwischen Niedergeschlagenheit, Betroffenheit und Bestürzung bei denen, die hier arbeiten und die Patienten nach wie vor betreuen. Denn die Arbeit in der Abteilung geht natürlich weiter. Geschlossen allerdings wurde diese Station. Wie gesagt, die Station ist seit heute geschlossen. Und Robert Hochner hat schon erwähnt, das Krankenhaus Linz hat auch seit heute einen neuen ärztlichen Leiter, Primarius Dr. Gschneid, der so nett war, sich für ein Gespräch zur Verfügung zu stellen. Guten Abend, Herr Primarius, bitte behalten Sie Platz. Herr Primarius, erster Arbeitstag, was ist das für ein Gefühl, ein so großes Krankenhaus, ein so wichtiges Krankenhaus in einer derartigen Situation übernehmen zu müssen? Ja, ich möchte zuerst sagen, dass ich seit Freitagabend von diesen Gräueltaten erfahren habe und dass ich in tiefster Seele betroffen bin. Ich habe seit heute früh die Leitung des Krankenhauses übernommen und trotz dieser Betroffenheit wird es meine Aufgabe sein, einen geregelten medizinischen Dienst aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, es ist uns dies an diesem ersten heutigen sehr schweren Tag gut gelungen, dank einer vorbildlichen Haltung meiner Kollegen und einer ganz besonders vorbildlichen Haltung des Schwesternpersonals, das, wie Sie sich vorstellen können, derzeit in einer außerordentlich schwierigen psychologischen Situation ist. Ich habe in meiner Einleitung gesagt, die Situation, die Stimmung hier ist vor allem Bestürzung und sie schwankt zwischen Niedergeschlagenheit und Betroffenheit. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Niedergeschlagenheit und Betroffenheit sind die Worte, die dies charakterisieren. Und von ärztlicher Seite tun wir alles, um unseren Krankenschwestern zu helfen, über diese für sie schwierige Situation hinwegzukommen. Ich möchte noch einmal betonen, wie vorbildlich gerade die Schwestern, die heute Dienst machen, sich verhalten. Und ich kann nur betonen, dass wir alle, die hier im Krankenhaus beschäftigt sind, Ärzte, Pflegepersonal, uns in der Zukunft bemühen werden, dass wir diese schwierige Situation in den nächsten Tagen und Wochen meistern. Herr Primarius, die Frage, die seit Tagen ganz Österreich bewegt, ist, wie können jahrelang Mordtaten in einem Spital passieren, ohne dass die Ärzte, ohne dass irgendjemand etwas merkt? Hier in der Abteilung sind ja 15 Ärzte beschäftigt, niemand hat etwas bemerkt. Da kann doch etwas mit der Kontrolle nicht stimmen.
Ich glaube, das ist natürlich eine außerordentlich wichtige Frage. Und bedenken Sie aber bitte, dass wir hier offensichtlich mit einer Situation zu tun haben, die zumindest in Österreich bisher einmalig war, obwohl im Ausland bereits vereinzelt derartige Fälle berichtet wurden. Dass es sich hierbei bei den Wurzeln um eine Psychopathologie des Gehirnes jener vier, ich glaube, ich darf es sagen, Mörderinnen handelt. Eine Psychopathologie, die wir, es wird die Aufgabe des Gerichtes und letztlich der Psychiater sein, erforschen müssen. Ich habe Sie aber gefragt, warum hat niemand etwas bemerkt? Erforschen müssen, um dann daraus möglicherweise Konsequenzen zu ziehen. Nun, warum niemand etwas bemerkt hat, kann man, glaube ich, derzeit noch nicht mit voller Sicherheit beantworten. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass jene Krankenschwestern, die dies getan haben, medizinisch ausgebildet wurden. Sie haben gelernt, mit Medizin umzugehen, zum Heile des Patienten, zum Vorteil des Patienten. Und sie haben dieses Wissen für das Gegenteil, nämlich für Mord, benutzt. Und daraus können Sie ja sehen, dass es gerade diesen Menschen offensichtlich leicht gefallen ist, ihre Mordtaten so perfekt zu verschleiern. Wenn ich es richtig verstehe, dann argumentieren Sie damit, dass die Schwestern so raffiniert waren, war aber nicht doch die ärztliche Kontrolle zu oberflächlich, zu lax? Ich habe in der Zwischenzeit von einem Fall in den Vereinigten Staaten gehört, der ähnlich gelagert ist wie dem, der in der Gemeinde Wien jetzt passiert ist. Und ich höre, dass das FBI in den Vereinigten Staaten 3 Jahre gebraucht hat, um derartige Taten aufzudecken. Und ich möchte betonen, dass das Aufdecken nur und ausschließlich dem ärztlichen Personal überhaupt möglich war und dass dies, ich möchte sagen, in vorbildlichen detektivisch-medizinischen Arbeiten dem Vorstand dieser Abteilung, Professor Pesendorf, möglich war. Vorher mussten aber 49 Menschen mindestens sterben. Das ist furchtbar und das ist ja der Grund, warum wir so erschüttert sind. Herr Primarius, Sie sind zwar seit heute ärztlicher Leiter des Krankenhauses Linz, Sie sind aber schon 10 Jahre hier. Glauben Sie, dass auf Ihrer eigenen Abteilung, auf der Sie 10 Jahre tätig waren, Ähnliches passieren hätte können, wenn Sie sagen, die ärztliche Pflicht, die ärztliche Aufsichtspflicht hat funktioniert? Ich bin Hautarzt und naturgemäß ist die Sterbequote auf einer Hautabteilung gering. Wäre ich an der Stelle des Professor Pesendorfer gewesen, dann glaube ich sehr wohl, dass durch dieses raffinierte Vorgehen ein derartiges langes Verschleiern möglich gewesen wäre. Und Gerüchte, dass es hier zu Unregelmäßigkeiten unter Anführungszeichen gesagt jetzt gekommen ist oder kommt, haben Sie nie gehört in Linz? Ich bin seit 10 Jahren im Hause und ich habe nur von einem einzigen Fall gehört, der dann auch gerichtsmedizinisch untersucht wurde, intensiv gerichtsmedizinisch untersucht wurde, wobei die Gerichtsmedizin keine unregelmäßigen feststellen konnte. Wir wissen aber heute, dass genau dieser Fall auf der Liste jener Schwester steht. Sie hat also zugegeben, diesen Patienten damals ermordet zu haben. Und dennoch hat die Gerichtsmedizin damals keine Unregelmäßigkeiten entdeckt. Vielen Dank, Herr Primarius. Wir werden ja dann noch Gelegenheit haben, in die Diskussion auch von unserer Außenstelle hier im Krankenhaus Linz einzugreifen. Damit zurück ins Studio. Ja, die Frage ist, wie gut war die polizeiliche Untersuchung vor einem Jahr? Und die Frage ist, was hat die polizeiliche Untersuchung, die 4 Geständnisse, was haben die Befragungen der 4 Hilfsschwestern bis jetzt ergeben? Vor allem in der zentralen Frage des Motivs. Das möchte ich den Herrn Dr. Edelbacher vom Sicherheitsbüro fragen. Beginnen wir bei dem Motiv. Sie haben mir vor der Sendung etwas gezeigt, etwas, das einem eigentlich das Blut in den Adern gerinnen lässt. Die Liste der Geständnisse der Frau Wagner, und da steht lapidar in einem Fall Rohypnol und dann steht Mundpflege oder Mundspülung. Das waren die Patienten, die ertränkt worden sind. Können Sie ein bisschen schildern, wie diese 4 Frauen im Gespräch wirken, was sie über ihre Motive sagen und was Sie als Polizist sozusagen über die Motive denken?
Für uns als Polizeibeamte ist es einmal überhaupt schwierig, eine Einvernahmebasis zu schaffen. Denn es sind ja für uns fremde Menschen, die wir einvernehmen müssen. Und daher müssen wir zuerst einmal eine Vertrauensbasis schaffen, um solche Menschen, die solche schweren Taten begangen haben, überhaupt zum Reden zu bringen. Daher dürfen wir nicht moralisieren und auch nicht, sondern wir müssen einfach auf die Situation eingehen. Und es ist relativ in der kurzen Zeit von 48 Stunden ziemlich schwierig. Ich habe das Glück, dass es wirklich sehr tüchtige Beamte mit den 4 Personen befasst waren. Und aufgrund dieser Einvernahmen hat sich ergeben, dass Ende 82, etwa 83, ein Gespräch stattgefunden haben soll zwischen den in der Station D diensthabenden Schwestern, insbesondere dann den Hauptbeteiligten, der Frau Wagner und der Gruber und der Meier. Und dort ist es also über Sterbehilfe, das war der Ansatzpunkt, ist dies zur Sprache gekommen, inwieweit es noch Sinn hat, Leben aufrechtzuerhalten, Menschen, die sowieso keine Chance mehr haben, lange zu leben. Das dürfte also der Anlassfall gewesen sein. Und hier gibt es übereinstimmende Aussagen. Ich muss, und es wird leider nicht gerne gehört, aber ich muss doch feststellen, dass dann im Nachhinein offensichtlich, und wenn man dieses Wort Mundpflege dann, diesen Zynismus, der in diesem Wort steckt, wenn man das hört, dann muss man schon davon ausgehen, dass offensichtlich ein Verrohungsprozess in diesen Menschen stattgefunden hat. Ich bin kein Psychologe und kein Psychiater und wir haben wirklich nur diese 48 Stunden Zeit gehabt, um mit diesen Menschen zu sprechen, und die Aufgabe der Polizei ist es ja, die Mordfälle zu klären und nicht die Hintergründe primär aufzudecken. Es ist ein wichtiger Bestandteil für ein Geständnis, die Motive zu erforschen, aber primär sind für uns natürlich wichtig die Geständnisse plus den Sachbeweisen, auf die wir uns dann vorbereiten müssen, um sie für das Gericht dann in einer pfannenfertigen Form, wenn ich so sagen darf, zu präsentieren. Stimmt es, dass aus dem anfänglichen Motiv oder dem anfänglich vorgegebenen Motiv einer Sterbehilfe dann mit der Zeit eine Art Mordserie geworden ist, wo die Schwestern beschlossen haben, wer lästig ist, wer ihnen auf die Nerven geht, wird umgebracht? Es ist ein zweites schreckliches Wort gefallen, das sogenannte Ruhigstellen. Und auch in diesem Wort, finde ich, liegt sehr viel Bitterkeit drinnen, denn das bedeutet eben, dass die Schwestern mit der Pflege nichts mehr zu tun haben wollten. Und dieses Ruhigstellen, glaube ich, sagt im Wort schon alles aus. Sie haben selber gesagt, die Ermittlungen haben erst 48 Stunden gedauert. Nach 48 Stunden gibt es 49 Morde in den letzten 6 Jahren, die die 4 Hilfsschwestern zugegeben haben. Ist Ihres Wissens nach damit zu rechnen, dass die Zahl der Opfer dieser Mordserie noch größer wird, wenn Ihre Ermittlungen länger dauern? Ja, also wenn ich von den Angaben der Schwester Wagner ausgehen darf, die also zugegeben hat, dass sie in den letzten 1,5 Jahren 39 Morde begangen hat, und dass sie bereits Ende 83 damit begonnen hat, hier aber in größeren Abständen etwa in 3 Monaten einen Mord begangen haben soll, dann müssen wir damit rechnen, dass also die Anzahl der Toten noch steigt. Der Primarius Gschneid hat das in dem Interview, das in Linz gemacht wurde, angesprochen. Vor einem Jahr hat es einen konkreten Fall gegeben, da gab es den Verdacht, da wurde untersucht, die Polizei wurde eingeschaltet. Man hat nichts gefunden, hat man damals nicht genau gesucht oder umgekehrt. Wäre nicht eine große Anzahl von Morden, nämlich alle die 10, 20, 30 Morde, die im letzten Jahr passiert sind, wären die nicht zu verhindern gewesen, wenn man damals massiver untersucht hätte, massiver die Schwestern befragt hätte. Wenn es zu einem massiven Verhör der Schwestern dieser Abteilung gekommen wäre, hätte man nicht vor einem Jahr diese Mordserie stoppen können. Es ist ohne weiteres möglich, dass man das tun hätte können. Aber für die Polizei ist der Sachbeweis das Wichtigste. Und wenn mir die Gerichtsmedizin sagt, in dem Fall können wir nichts beweisen, dann ist auch für die Polizei ziemlich bald, wenn man so sagen will, der Ofen aus. Denn es hat nicht viel Sinn, Schwestern zu befragen und einzuvernehmen. Und ich habe in Wirklichkeit überhaupt keinen sachlichen Beweis. Sind vor einem Jahr die Schwestern, die jetzt gestanden haben, einvernommen worden? Nein, sind nicht einvernommen worden. Wir haben zuerst eben das gerichtsmedizinische Gutachten abgewartet, haben Erhebungen im Spital durchgeführt. Wir haben natürlich geschaut, was wird im Spital gesprochen und gehört. Und es hat also sehr wenig Anlass gegeben. Dankeschön. Man fragt sich, das ist ja in den Interviews, auch in den Stellungnahmen immer wieder zum Ausdruck gekommen, man fragt sich, was das eigentlich für Menschen sind, die alte, hilflose und ihrer Pflege anvertraute Menschen umbringen.
Die Frage ist, gab es für die Umgebung, jetzt nicht im Spital, sondern für die Menschen, die mit den Schwestern gelebt haben, sie gekannt haben, Hinweise darauf, dass die vier verhafteten Hilfsschwestern zu solchen Untaten fähig waren? Wer jetzt vorschnell urteilt, der möge überlegen, ob er von sich ohne den Anlass schon je daran gedacht hat, dass in einem Spital Schwestern nicht helfen, sondern morden. Das sind die vier Stationsgehilfinnen, die sich zurzeit in Haft befinden. Die 26-jährige Maria Gruber aus Wien-Hernals. Sie hat bisher den Mord an zwei Patienten gestanden. Irene Leidolf, 27 Jahre alt. Sie hat den Mord an zwei Patienten gestanden. Stefanie Meyer aus Wien-Liesing, die zuletzt verhaftet wurde. Meyer hat die Ermordung von vier Patienten zugegeben. Und die 30-jährige Waltraud Wagner. Sie gilt nach ihren bisherigen Aussagen als die Haupttäterin. Waltraud Wagner hat insgesamt 39 Morde an Patienten im Pavillon 5 gestanden. 22 der Morde hat Wagner laut ihrem Geständnis durch das Einflößen von Wasser in die Lungen der Patienten begangen. Die 17 übrigen Morde verübte sie durch Überdosierung von Medikamenten. Waltraud Wagner lebt gemeinsam mit ihrer Schwester im 17. Wiener Gemeindebezirk. Ihre Nachbarn beschreiben sie als freundlichen und unauffälligen Menschen. Ja, sie war sehr nett, freundlich, hilfsbereit. Also. Mir können nichts sagen, ich glaube kaum, dass von irgendjemand was anderes Negatives hören. Voriges Jahr, oder? Ja, Ostern vor einem Jahr, nicht? Da war im Haus eine Frau krank, nicht? Und die hat sie aufgefunden, da hat sie die Rettung verständigt und alles in die Wege geleitet. Also ich wüsste also wirklich nicht. Ne? Eine weitere inhaftierte Stationsgehilfin ist Maria Gruber. Die 27-Jährige wohnte in diesem Genossenschaftshaus in Wien-Döbling. Zusammen mit ihrem 30-jährigen Lebensgefährten und deren gemeinsamen 1,5-jährigen Sohn. Wie beschreiben Hausbewohner die mutmaßliche Mörderin? Sie war sehr freundlich, muss ich sagen, eher zurückhaltend. Ja. Also von sich aus hätte sie nie ein Gespräch angefangen. Ja. Sie war gegrüßt, freundlich und also ich kann nur Gutes über sie sagen. Muss ich ehrlich sagen, ich bin total entsetzt darüber. Ne? Wie können Sie sich das vorstellen, dass ein Mensch so zwei Gesichter hat wie die Frau Gruber offenbar? Also ich muss sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin total entsetzt über sie und ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich glaube es bis heute noch nicht. Ich glaube jeden Tag, dass in der Zeitung steht, es war Irrtum, sie hat damit nichts zu tun. Ich finde, sie wirkt nicht besonders sympathisch. Mhm. Ich meine, ihr ganzes Auftreten war nicht danach. Ja, aber lieber... Eine Frau, die freundlich grüßt oder die irgendwie so ein kleines Hallo sagt oder wie geht's heute oder so. Also das war sie sicherlich nicht. Also Sie hätten der Frau Gruber sowas nie zugetraut? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich würde das keinem Menschen zutrauen. Frau Gruber war eine ganz unauffällige Person. Eigentlich schon, finde ich, ja. Was ist... Oft bin ich aufgefahren, was der Kontakt, grüß Gott, was er aus, grüß Gott, hat gelacht und aus, aber mehr war nicht so da irgendwie. Weil mich das nicht interessiert, die Leute. Ich bin halt ein freundlicher Typ, ich grüße halt alle Leute. Ne? Was haben Sie für einen Eindruck? Na, ich habe leider einen ruhigen Eindruck eigentlich von ihr. Haben Sie ja, hätte ich das nie zutraut, dass das sowas imstande war, überhaupt zu machen. Ne? Sie haben offenbar die Frau Gruber öfters gesehen. Haben Sie ja, sicher, wenn es mit dem Kind gegangen ist, spazieren oder was. Sie war eigentlich ein freundlicher Typ und so, ne? Ja. Kann man gar nichts sagen. Ne? Sie schildern die Frau Gruber als ruhigen, relativ freundlichen ja, Menschen, ja, ja. Familienbetont. Und jetzt soll sie all das gemacht haben, was man tagtäglich ja, das glaubt man oft nicht. Wie oft lässt man das aber oder wie oft hört man das? Ich sag, der war so ein leibender Nachbar, ne? Oder ein angenehmer Nachbar, dabei hat der wie im Heimtrat, was weiß man das? Für Nachbarn mag es schwer sein, drauf zu kommen, ob der Mensch, mit dem sie Tür an Tür wohnen, ein Mörder ist oder nicht. Aber die Frage ist, wie war es für die Arbeitskollegen, für Menschen, die schwere Nachtdienste, lange Arbeitstage und lange Arbeitsnächte mit den vier geständigen Mörderinnen geteilt haben? Wir schalten noch einmal zu einer kurzen Stellungnahme nach Leins. Dort sitzt jetzt eine der Vertreterinnen der Schwestern dieses Spitals. Ja, ich, meine Damen und Herren, habe die Generaloberin der Wiener Spitäler jetzt vor dem Mikrofon, gnädige Frau. Wie können Sie sich diese schrecklichen Taten erklären? Ich persönlich kann sie mir gar nicht erklären und ich habe heute sehr ausführlich mit vielen Berufskolleginnen gesprochen und die können sich diese Tat ebenfalls nicht erklären. Zumal man wirklich sagen muss, dass diese Kolleginnen in den vergangenen Jahren in ihrem Team sehr gerne angenommen wurden, dass mit ihnen sehr gerne gearbeitet wurden und dass sie durchwegs gute Dienstleistungen im Rahmen der Stationsgehilfendienste, die sie zu leisten gehabt haben, erbracht haben. In gewissermaßen ein Doppelleben geführt. Es scheint so zu sein, ja. Und die Kolleginnen, was machen Sie die für ein Bild aus der ganzen Situation? Ja, die Kolleginnen sind zum Teil noch immer erschüttert und entsetzt
Und wie gesagt, Sie können sich ganz einfach nicht vorstellen, dass die Kollegin, mit der Sie gestern noch Nachtdienst gemacht haben, heute als Mörderin angeklagt ist und Patienten, die Sie gemeinsam betreut und gepflegt haben, umgebracht haben. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann glauben Sie, dass es sich nicht um die Spitze eines Eisberges, sondern um den schrecklichen Eisberg selbst handelt, den man hier entdeckt hat. Ja, ganz genauso würde ich das sehen für den Pflegedienst. Und ich möchte noch einmal betonen, dass alle anderen Schwestern, nicht nur die, die hier im Krankenhaus Lenz arbeiten und wirklich rund um die Uhr für die Patienten da sind, sondern auch alle anderen diplomierten Krankenschwestern und auch alle anderen Stationsgehilfen, die den Patienten pflegen, die für den Patienten sorgen, dass man die jetzt stützen muss, dass man denen helfen muss, in Gesprächen diese Situation zu bewältigen, die für uns alle wirklich sehr erschütternd ist. Die vier Inhaftierten sind Stationsgehilfen und sagen Sie uns noch einmal ganz kurz, was durften diese Schwestern und was durften sie nicht? Geprüfte Stationsgehilfinnen sind dazu da, das diplomierte Krankenpflegepersonal im Pflegedienst zu entlasten. Sie haben eine Grundausbildung in der Krankenpflege und sind daher berechtigt, wenn sie diese Ausbildung gemacht haben, einfache Hilfsdienste im Rahmen der Grundkrankenpflege für die Patienten mit Unterstützung und unter Anleitung der diplomierten Krankenschwester zu tun. Also zu diesen Tätigkeiten gehört zum Beispiel die Körperpflege des Patienten, die Ernährung des Patienten, die einfache Mobilisation. Das wären die Tätigkeiten, die Sie unter Anleitung einer diplomierten Krankenschwester für den Patienten zu leisten haben. Das heißt, Sie durften Medikamente geben, Sie durften Spritzen aufziehen, aber Sie nicht verabreichen, stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Diese Tätigkeiten, die Sie zuletzt genannt haben, bleiben aufgrund der Ausbildung der diplomierten Krankenschwester vorbehalten. Die Stationsgehilfin hat eben aufgrund dieser relativ kurzen Ausbildung nur die Möglichkeit, einfache Hilfsdienste im Rahmen der Grundkrankenpflege durchzuführen und nicht im Rahmen der Behandlungspflege. Also Medikamente verabreichen, Spritzen im Einzelfall und der Ermächtigung des Arztes, das sind Tätigkeiten, die aufgrund der Ausbildung dem diplomierten Krankenpflegepersonal vorbehalten sind. Nun wurden Spritzen verabreicht, nun wurde Wasser injiziert. Frage jetzt aus Ihrer Erfahrung, können Sie sich erklären, warum keine andere Schwester etwas von diesen Untaten gemerkt hat? Naja, wir haben ja schon heute einmal angesprochen, dass es so ist, dass im Stationsalltag der Routinebetrieb läuft und dass es ja durchaus möglich ist, dass die Stationsgehilfen Zugang haben zu den Dingen, die im Stationsalltag eben gebraucht werden und dann eben ohne Auftrag diese Mittel verwendet haben, um diese schrecklichen Taten zu begehen. Sie glauben nicht, dass die Ärzte davon etwas gewusst haben? Ich kann mir das nicht vorstellen, so wie das die diplomierten Schwestern nicht gewusst haben. Vielen Dank, das war es vorerst aus Lenz. Frau Kriegel, Sie sind die Obfrau des österreichischen Krankenpflegerverbandes, Sie sind selber diplomierte Krankenschwester, Sie waren jahrelang selber im Krankenpflegedienst tätig. Wir hören seit Tagen von Ärzten, wir haben es auch jetzt wieder von Ihrer Kollegin gehört, dass Sie sich nicht vorstellen können, alle miteinander, dass hier jemand etwas gemerkt hat. Glauben Sie das? Ist das tatsächlich denkbar, dass in einer funktionierenden Abteilung eines Krankenhauses niemand etwas davon bemerkt, dass jahrelang Menschen umgebracht werden? Wir wissen 49 sicher, es könnten ja mehr sein, wie wir gehört haben. Die Situation selbst, dass niemand etwas gemerkt hat, kann ich als solches nicht beurteilen als Außenstehender, was aber offensichtlich doch zu denken gegeben haben müsste, ist, dass das Sanitätshilfsdienste anscheinend weit über ihr Tätigkeitsfeld, das ihnen zusteht, hinaus tätig waren. Frau Kriegel, ich weiß nicht, ob Sie jetzt der Mut verlassen hat. Wir haben vorher da oben gesprochen, da waren Sie wesentlich deutlicher. Ich hoffe, ich begehe jetzt keine Indiskretion. Sie haben mir oben gesagt, Sie können sich's nicht vorstellen, dass niemand etwas davon gemerkt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand etwas davon gemerkt hat über diese lange Zeit und über dieses Ausmaß. Es gibt natürlich immer Einzelpersonen, in die man nicht hineinschauen kann. Erschreckend für mich ist eben neben diesen Personen einfach diese lange Zeit, in der dies möglich war, was einfach, wenn ein Stationsbetrieb funktioniert, nicht erklärlich ist, dass so lange also solche Daten, unheimliche Daten heimlich gehalten werden und auch unter der Schwesternschaft nicht besprochen werden. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Verantwortlichen, die diese Aufsichtspflicht bei sich haben, dass die sich jetzt an den Schwestern abputzen? Es ist
für mich eigentlich auch als Außenstehender schon auch manchmal der Eindruck entstanden, dass natürlich niemand die Schuld auf sich nehmen will. Ich glaube aber, dass in der Organisation der Abteilung und in der Station alle einzelnen Personen, die kontrollierende Maßnahmen durchzuführen haben, sehr genau, ich sage mal, gecheckt werden müssen. Und es werden wahrscheinlich oder ziemlich sicher Fehler auftauchen, an die man jetzt einfach nicht denkt, weil einfach dieser Routinebetrieb läuft. Herr Dr. Edelbach, ich habe eine Frage. Hat es bei Ihren Vernehmungen, bei den Feuern, den geringsten Hinweis bisher gegeben, dass mehr als die vier bisher geständigen Schwestern davon gewusst haben, also dass es neben dem Kreis der aktiven Täterinnen in dem Fall Mitwisser unter den diplomierten Krankenschwestern gegeben hat, unter den Ärzten? Ist da der geringste Hinweis aufgetreten? Wir haben alle Krankenschwestern und Ärzte, die dort tätig sind, noch nicht einvernommen. Wir sind erst am Beginn. Aus den bisherigen Einvernahmen geht aber schon hervor, dass offensichtlich der Kreis größer ist, der Personen, die davon gewusst haben. Das kann ich dazu vorläufig sagen. Können Sie sagen, was für ein Personenkreis das war? Waren das weitere Schwestern? Das betrifft Schwestern. Ich kann aber zurzeit nicht sagen, ob es sich dabei um Diplomierte oder nur um Hilfsschwestern handelt. Wir sind morgen wiederum dabei, dass wir 8 Schwestern vorgeladen haben. Und ich kann zurzeit nicht sagen, inwieweit diese Aussagen, die wir bis jetzt gehabt haben, objektivierbar sind. Das heißt, dass sich das deckt. Herr Edelbacher, nur um das zu präzisieren und das vielleicht ein bisschen zu verstärken, was auch die Frau Kiegel gesagt hat. Sie haben heute früh im Morgenjournal des Hörfunks auch zumindest angedeutet, dass es für Sie nicht vorstellbar ist, dass niemand davon etwas gemerkt hat. Schauen Sie, als Polizeijurist und als Jurist muss man davon ausgehen, dass man gewisse Sorgfaltspflichten prüft. Und je höher die Hierarchie ist, umso höher ist natürlich die Sorgfaltspflicht. Daher ist es unsere Aufgabe, alle diese Sorgfaltspflichten zu prüfen, ob sie eingehalten worden sind. Da es bei haben den Sie Schwierigkeiten Schwestern bekommen, nachdem Sie das gesagt haben heute früh? Hat es Probleme gegeben? Ja, es sie wurde nicht gern gehört, aber es ist eben die Aufgabe der Polizei, solche Pflichten und solche Sorgfaltspflichten zu überprüfen. Und da muss man natürlich auch die Hierarchie berücksichtigen bei den Schwestern und in dem ganzen Spital. Und da muss man auch die Aufgabenzuteilung überprüfen und prüfen, ob ein Fehler in dieser Organisation passiert ist. Herr Bürgermeister, ist Ihrer Meinung nach dem, was Sie jetzt von dem Fall wissen, ist ein Fehler in der Organisation passiert? Sind Lücken also zunächst, in der Kontrolle, haben die das möglich gemacht? Zunächst einmal habe ich mich jetzt nur zu beschränken auf das Protokoll der Bundespolizeidirektion vom 8. April, das vor mir liegt und das aber zeigt, dass Ihre Frage, die ich verehre den Herrn Kollegen sehr, dass Ihre Frage auch da vorher nicht ausführlich genug beantwortet wurde. Sie haben nämlich die Frage gestellt, ob man im vergangenen Jahr gründlich genug untersucht hätte. Und ich zitiere jetzt nur das Protokoll der Polizei selbst, das ich heute erhalten habe. Als der Fall der Frau Anna Urban im vergangenen Jahr vom Herrn Primarius der Polizei mitgeteilt, dass verdächtig wurde, hat sich die Polizei natürlich gefragt, woher denn das Ganze käme. Und da hat man gesagt, ja, es wird ohnehin darüber geredet. Und jetzt zitiere ich wörtlich. Es wurde seitens des Sicherheitsbüros versucht, den Namen dieses Arztes festzustellen, da er befragt werden sollte, der Arzt, von dem die Meldung kam, woher dieses Wissen habe und ob er sonst noch zur Aufklärung beitragen könne. Die Bekanntgabe des Namens dieses Arztes wurde sowohl von Universitätsprofessor Dr. Besendorfer als auch von Oberarzt Dr. Salocha abgelehnt. Siehe Aktenvermerk vom 21.04.88. Es sollte erst das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung abgeordnet werden. Das ist dann gekommen und hat kein Ergebnis gebracht. Was nicht heißt, dass es nicht die Pflicht gewesen wäre, der Polizei, die Verantwortlichen, die aus einer gewissen Chorgeist heraus, Herr Professor Sinnig-Kram, ich habe Ihnen das heute schon gesagt, wie Sie bei mir waren, den Namen nicht gesagt haben, zu zwingen. Denn dazu sind Sie nicht nur berechtigt, Herr Kollege, sondern sogar verpflichtet. Die Sache geht ja noch viel weiter und wird noch viel deutlicher. Sie sind nicht Kram, wenn ich das jetzt auch noch sagen muss. Es wurde seitens der Sicherheitsbüros versucht, den Namen dieses Arztes festzustellen. Ich bitte, Herr Hochrat, das ist jetzt sehr wichtig, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Da befragt werden sollte, woher dieses Wissen habe. Das habe ich jetzt schon gesagt. Und jetzt geht es dann weiter. Da heißt es dann ein wenig weiter unten. Da heißt es dann hier, dieser Arzt konnte dann doch ausgeforscht werden.
ich nenne den Namen nicht, Herr Dr. A.W., der zwischenzeitlich in der orthopädischen Abteilung des AKH arbeitet. Und jetzt heißt es, er gab an, dass er zu Ostern 88 anlässlich eines heutigen Besuches erfahren habe, dass es eine Person des Pflegepersonals gebe, welche durch Verabreichung von Rohypnol-Patienten ruhig stelle. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz, meine Herren. Er war nicht bereit, seine Quelle zu nennen und diese Information niederschriftlich zu Protokoll zu geben. Es konnte diese Spur daher seitens des Sicherheitsbüros nicht weiter gefolgt werden. Meine Herren, das ist da auch ein Versagen der Polizei. Denn es ist doch keine Frage, wenn ich Kenntnis habe, dass ein Mann weiß, eine Person, die so etwas behauptet, dann ist er von Gesetzes wegen verpflichtet, mitzuteilen. Das ist der Schutz dessen, der verdächtigt wird. Das heißt, das hat sich die Polizei damit zufrieden gegeben, es ist ihr eigenes Protokoll. Die Polizei hat zufrieden gegeben damals und sagt, man konnte leider den nicht weiterverfolgen, weil der Herr Dr. A.W. hat nicht bekannt gegeben, von wem er es hat. Das wollte ich auch sagen. Aber das ist auch eine Frage. Herr Bürgermeister, das ist alles richtig und der Hellbacher wird etwas dazu sagen. Ich glaube nur, wir sind jetzt auf ein Nebengeleis ein bisschen geraten. Wir haben gehört von der Frau Kriegel und wir haben gehört vom Herrn Edelbacher, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass das niemand gemerkt hat so lange Zeit. Ich glaube, wir sollten es jetzt... Herr Kollege, es hat ja eben jemand gemerkt, wenn die Polizei nachgefragt hätte und nicht sich zufrieden gegeben hätte mit der Verneinung, dann hätte man voriges Jahr den Herrn erfahren können, der etwas gemerkt hat, das gehört schon zu der Frage dazu. Herr Professor Besendorfer wäre vielleicht aber jetzt zu fragen. Für Sie war ja ein ausgesprochen wichtiger Anlass für Verdacht und Misstrauen vorhanden durch diese Vorfälle, die jetzt beschrieben sind. Sie haben das dann offensichtlich über längere Zeit innerhalb Ihrer Abteilung gehalten. Welche Schritte haben Sie eigentlich unternommen, um diesem Verdacht auf die Spur zu kommen und eine allfällige Mörderin zu finden? Ich möchte vorerst vorausstellen, dass meine Mitarbeiter und ich einfach erschüttert sind. Wir sind fassungslos, dass unser jahrelanges Bemühen, unser ganzes Helfen den Patienten, unsere Zusammenarbeit mit Stationsgehilfen durch diese ungeheuerliche Tat, die offenkundig wurde, zunichte gemacht wird. Diese Betroffenheit und dieses Unvorhersehbare des Geschehens ist etwas, was jetzt in den Hintergrund tritt, weil man Verantwortliche sucht, weil man meint, hier wäre etwas unterlassen worden. Ja, Herr Primar, es war es tatsächlich unvorhersehbar, nach dem, was der Bürgermeister Zieg gesagt hat und nach dem, was der Dr. Edelbacher gesagt hat, war es doch vorhersehbar. Das war doch eine Katastrophe, die sich vor einem Jahr angedeutet hat. Es war nicht vorhersehbar und ich darf das, wenn Sie mir gestatten, vielleicht etwas erklären. Nur durch die optimale Betreuung medizinischer Art unserer Patienten war es überhaupt möglich, diese Gräueltaten aufzudecken. Es ist meines Wissens das erste Mal überhaupt, dass durch eigene Untersuchungen, durch Ärzte so etwas offenkundig wird. Und das war ein Verdienst meiner Mitarbeiter und vielleicht auch letztlich von mir. Ich würde der Öffentlichkeit fragen, es ist ein Jahr vergangen, in diesem Jahr sind an die 40 Patienten umgebracht worden, ob Ihre eigenen Kräfte da ausreichend waren und die Maßnahmen, die Sie getroffen haben. Sie haben mich bedauerlicherweise unterbrochen und ich darf hier doch korrigieren. Ich habe von 49 Fällen in 6 Jahren gehört und nicht von 40 im vergangenen Jahr. Das wollen wir bitte klarstellen. Ja. Laut Dr. Edelbacher 45 in den vergangenen 1,5 Jahren. Okay. Herr Doktor, ich muss Sie etwas anderes fragen. Sie sind stolz darauf, dass das aufgedeckt worden ist mit Ihrer Hilfe. Das ist eine kriminalistische Arbeit, aber Ihre Arbeit als Arzt, als Leiter dieser Abteilung wäre es gewesen, Sie zu verhindern, diese Dinge. Ich möchte Sie wirklich ganz konkret fragen, nachdem wir, was wir gehört haben. Machen Sie sich nicht irgendwo Vorwürfe, dass Sie es nicht verhindert haben, nachdem wir jetzt von kompetenten Leuten gehört haben, dass sich niemand vorstellen kann, dass da niemand etwas gemerkt hat? Ich finde es an sich nicht sehr fair, mich ständig zu unterbrechen. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich stolz darauf bin. Ich bin erleichtert, dass so etwas endlich fassbar wurde, das für uns ja unvorstellbar war. Es kann niemand sich vorstellen, dass er mit potenziellen Mördern zusammenarbeitet. Das können Sie sich nicht vorstellen und ich auch nicht. Dass Sie mit jemandem zusammenarbeiten, der einen tagsüber und nachtsüber Einsatz, überdurchschnittlichen Einsatz entgegenbringt, mit ihnen Patienten rettet und 2 Stunden später die Mundspülung vornimmt.
Das müssen Sie mir erklären, wie Sie das vorhersehen können, wie Sie glauben, solche Menschen rechtzeitig zu fassen, ja, etwas zu muss verhindern. Ich muss meine Kollegen, glaube ich, in Schutz nehmen. Das ist ein Missverständnis. Ich glaube, wir sprechen von der Phase des letzten Jahres, einem Jahr, wo von einem konkreten Anlassfall bereits der Verdacht war und wo, wenn ich den Bürgermeister Zilk richtig verstanden habe, Ihr Spital der Polizei Schwierigkeiten gemacht hat, an den Mann heranzukommen, der überhaupt den Verdacht geäußert hat. Wir haben der Polizei, glaube ich, nicht in dem Sinn Schwierigkeiten machen wollen. Das war ja gar nicht unser Bestreben. Es ist ein Gerücht an uns herangetragen. Gerüchte sind nicht so selten, gerade in diesem Bereich. Und mit Gerüchten, glaube ich, muss man besonders vorsichtig und behutsam übergehen, bevor man Unschuldige hier in etwas hineinzieht. Wir haben aber diesem Gerücht Rechnung getragen und haben unmittelbar im Anschluss daran einen Patienten gesehen, bei dem es nicht auszuschließen war, ob hier nicht vielleicht Fremdverschulden vorläge. Es wurde aufgrund dieser Obsorge auch festgestellt, dass im Blut dieses Patienten Spuren eines Schlafmittels nachweisbar waren. Wir haben daraufhin unmittelbar Herrn Stadtort, die Polizei eingeschaltet. Der Patient wurde gerichtsmedizinisch obduziert. Das Ergebnis war negativ. Die Ermittlungen der Polizei wurden eingestellt, wie Sie gehört haben. Wir haben uns damit ja auch letztlich vorerst zufrieden geben müssen. Das hat uns nicht daran gehindert, unsere Obsorge und Patienten weiter zu intensivieren. Herr Doktor, das kennen wir alle schon aus der Berichterstattung der letzten Tage. Ich möchte Sie noch einmal, ich bitte Sie nicht ungehalten jetzt zu sein, bringen wir es auf den Punkt. Haben Sie sich nicht den geringsten Vorwurf zu machen mit Ihrem heutigen Wissensstand, dass Sie irgendetwas, einen, zwei Tote zumindest verhindern hätten können, wenn wirklich die Station optimal funktioniert hätte? Ich darf Ihnen vielleicht dazu sagen, um welche Patienten hat es sich gehandelt? Können Sie die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten? Worauf wollen Sie ein Ja oder Nein? Ob Sie nicht das Gefühl haben, ob Sie sich nicht heute den Vorwurf machen müssen, dass mit einer optimal funktionierenden Organisation in Ihrer Abteilung diese Dinge, diese schrecklichen Dinge zu verhindern gewesen wären? Ich muss mir keinen Vorwurf machen. Nun, wenn ich ein bisschen ein Szenario aufmache. Es ist doch so, es sind 49 Menschen gestorben. Wir müssen befürchten, dass es noch mehr sind. Ist es nicht so, ich bin kein Arzt, aber ich frage Sie, ist es nicht so, dass es hier Patienten gibt, von denen Sie wissen, die werden bald sterben, dass es aber auch andere gibt, von denen man nicht erwartet, dass sie in absehbarer Zeit sterben und die sind auch auf diese Art ums Leben gekommen? Hätten da nicht die Alarmglocken läuten müssen oder liege ich da falsch? Sie liegen insofern falsch, weil die Patienten, die wir so aufgrund der Angaben der Polizei nachverfolgen konnten, alle krank waren. Sie waren schwer krank. Es waren Patienten, wo wir mit vollem Einsatz um das Erhalten des Lebens kämpfen mussten. Ich darf Ihnen vielleicht, um das etwas zu erläutern, hier einen Fall zitieren. 80 Jahre alt, wird aufgenommen, benommen, nicht ansprechbar, es wird alles unternommen, es wird eine Computertomographie durchgeführt, die ergibt, dass eine Blutung im Gehirn stattgefunden hat und dann wird das Rohypnol eingesetzt von jenen Menschen, von denen wir ja gerade vorhin gesprochen haben. Das ist einer von 49 tragischen Fällen. Mario, sind bei Ihnen die Stationsgehilfen im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen für diesen Ausbildungsstand eingesetzt worden oder hatten die darüber hinausgehend Aufgaben, wie zum Beispiel normalerweise auch Injektionen verabreichen? Stationsgehilfinnen ist es absolut untersagt, Injektionen zu verabreichen. Wurden in der Nacht die diplomierten Krankenschwestern auch angehalten, durch die Krankenzimmer zu gehen? Wenn ich es richtig verstehe, hat doch der Prozess des Sterbens bei diesen Patienten öfter länger gedauert. Wenn die Diplomkrankenschwester der Station regelmäßig durch die Zimmer geht, könnte sie doch den einen oder anderen Patienten vielleicht finden. Ich glaube, dass absolut von den Schwestern das kontrolliert wurde und sie sich doch letztlich hier vorstellen müssen. Ich darf noch einmal betonen, es hat sich im Durchschnitt um Kranke, Schwerkranke gehandelt. Es waren alte Patienten, das Durchschnittsalter beträgt 84,7 Jahre. Und so einen Patienten mit der Mundpflege zu behandeln, führt wahrscheinlich innerhalb von Minuten zum Tod. Diesen Patienten
einen Hauch von Rohypnol oder Ähnlichem zu verabreichen, genügt, um ihn zu töten. Das sind ja letztlich dann Patienten, die aufgrund ihres Krankheitsverlaufes ja nicht darauf einen Hinweis gegeben, dass hier Fremdverschulden vorgelegen hat. Sie können doch nicht bei einer Gehirnblutung, bei einem Herzkranken, bei einem Herzversagen von der medizinischen Seite her sagen, wenn das bei einem 84-Jährigen, bei einem 90-Jährigen zum Tode führt, auf ein Fremdverschulden, auf eine Außeneinwirkung, auf eine Tötung schließen lässt. Und trotzdem darf ich betonen, wurden 50% dieser Betroffenen, dieser armen Patienten obduziert mit einem Ergebnis, das keinerlei Hinweis ergeben hat, dass hier eine Tötung durch Fremdverschulden vorgelegen hat. Es wurden zwei Patienten, ich darf das auch noch betonen, gerichtsmedizinisch obduziert. Ein Patient, der aus anderem Grund verstorben ist. Auch hier war das Ergebnis Herzkranzgefäßverkalkung von den Schwestern, Mundpflege mit Rohypnol. Und ich weiß nicht, wie man hier hätte von medizinischer Seite her erkennen können, dass Tötungsabsicht von außen her, dass hier Menschen getötet wurden. Wir schalten jetzt noch einmal nach Leins in unsere Außenstelle, noch einmal zu Alfred Stamm und Primarius Gschneid. Ja, während der Wortmeldung von Professor Biesendorfer war Primarius Gschneid schon etwas unruhig. Sie wollten dazu etwas sagen. Ja, ich glaube, man muss doch noch einmal sehr genau präzisieren, die Unvorstellbarkeit, und ich bitte auch die Hörer sich und die Zuseher, sich das einmal vorzustellen, die Unvorstellbarkeit, am Arbeitsplatz mit Mördern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das sollten wir uns in aller Ruhe einmal vorstellen. Und dann ist an dieser Abteilung auf Gerüchte tatsächlich reagiert worden. Auf Gerüchte, meine Damen und Herren, die, wie ich höre, und ich höre dies zum ersten Mal, die Polizei nicht ernst genommen hat. Und Pesendorfer, wie ich ebenfalls höre, hat sie ernst genommen. Denn ihm ist es letztlich gelungen, diese Mordfälle oder die letzte Serie dieser Mordfälle aufzudecken. Hätten Sie nicht vor einem Jahr den Namen des betroffenen Arztes, des betreffenden Arztes bekannt gegeben der Polizei? Hätte das nicht geschehen müssen? Ich kenne die damalige Situation nicht, aber ich würde zweifellos keinen Namen, ob es ein Arzt ist oder ob es mein Freund oder mein Nachbar ist, auf einen derartig vagen Verdacht hin bekannt geben. Und wie sich anschließend herausgestellt hat, durch die gerichtsmedizinische Untersuchung ist das auch zu Recht so geschehen. Glauben Sie nicht, dass Sie dann die Untersuchung behindert hätten? Die Untersuchung wurde von der Polizei nicht weiter vorgenommen. Und ich sehe darin, und ich höre das wie gesagt jetzt zum ersten Mal, und ich sehe darin einen gravierenden Mangel. Zurück ins Studio. Danke Alfred Stamm, danke Primarius Gschneid. Durch die Frage, was vor einem Jahr passiert ist, nicht passiert ist, wird leider keiner der Patienten mehr lebendig. Wir wollen den Schluss dieser Diskussion, wir haben noch etwa 12 Minuten, dazu verwenden, um über etwas zu sprechen, was vielleicht der Hintergrund ist, was vielleicht etwas mehr dieses Unvorstellbare und dieses eigentlich Unbegreifliche ein bisschen mehr begreiflich macht. Das ist nämlich der Umgang mit alten Menschen in unserer Gesellschaft. Wir schauen nicht in die Spitäler, in denen gestorben wird. Wir wollen eigentlich alle nicht so genau wissen, was dort passiert, wenn nicht eine Tragödie wie die uns eigentlich zwingt, hinzuschauen. Herr Dr. Donner, wie weit ist für Sie dieses Verbrechen verständlich vor dem Hintergrund dessen, wie diese Gesellschaft, die sich so gerne als Leistungsgesellschaft bezeichnet, mit den Menschen umgeht, die nicht mehr leistungsfähig sind? Verständlich ist ein schwieriges Wort. Ich würde nicht einmal sagen begreifbar. Ich bin fassungslos und ich meine, dass hier vor allem die Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient sehr strapaziert wurde und auf Jahre hinaus nicht reparierbar ist. Ich bin kein Kriminalist und kann da ja zur Spurensicherung nichts beitragen. Aber mir fällt auf, dass von diesen 4 Frauen 3 unter 30 Jahre waren. Das heißt, dass diese 3 durchschnittlich 10 Jahre in ihrer Tätigkeit waren. Ich sage nicht Beruf, weil es ja aus der Bezeichnung zu schließen ja Menschen waren, die später zu dieser Tätigkeit gefunden haben. Man weiß, dass der Dienst an alten Menschen eine aufreibende Tätigkeit ist. Ich weiß das selber, ich habe einen Teil meines Turnus in dem gleichen Krankenhaus gemacht. Das ist speziell in der Nacht bei alten und schwerkranken Leuten eine
schwere Sache. Aber die Frage ist, wieso konnten diese drei oder nehmen wir die vierte dazu, nach durchschnittlich 10 Dienstjahren schon so weit und so wenig Toleranz nur mehr haben, dass sie sich lästige Patienten, die irgendeinen Dienst wollten, sozusagen, um bei dieser unglaublichen Diktion zu bleiben, vom Halse spritzten. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich habe heute mit ausländischen Krankenhäusern telefoniert, mit Schweizer Krankenhäusern, und habe dort beispielsweise gehört, dass das alles unvorstellbar ist. Und dort ist mir gesagt worden, dass Krankenschwestern, die einen furchtbar schweren Beruf haben natürlich, dass die dort eine ständige psychologische, psychiatrische Betreuung haben, dass sie dort hinkommen können mit ihren Problemen. Gibt, vielleicht auch dann die Frage an die Frau Kriegel, gibt es so etwas bei uns in Österreich oder sind die Krankenschwestern alleingelassen? Meines Wissens muss ich allerdings zugeben, dass ich über den Ausbildungsplan der Krankenschwestern und vor allem der Hilfskrankenschwestern nicht im Detail informiert bin, aber meines Wissens ist die psychologische Ausbildung in der Krankenpflege verbesserungsfähig. Nicht nur die Ausbildung, auch die Betreuung, die ständige Begleitung der Krankenschwestern. Frau Kriegel, wie ist das? Gibt es so etwas bei uns oder gibt es das bei uns nicht? Es gibt es bei uns, glaube ich, in ein oder zwei Spitälern in Österreich. Aber an und für sich muss man sagen, dass die Schwestern in ihrer Situation sehr alleingelassen sind, auf sich gestellt sind. Und der Österreichische Krankenpflegeverband fordert seit Jahrzehnten eine Ansprechstelle oder auch eine Stelle einfach, wo sich die Schwestern hinwenden können in diesen schwierigen Situationen. Es gibt einfach auf Krankenstationen Ärger, es gibt belastende Situationen, es gibt seelische Notsituationen, sei es, dass die Schwestern selber eben belastende Dinge erleben, und dazu kommt noch eben die Situation der Patienten und dieser tagtägliche Druck, diese tagtägliche Auseinandersetzung mit diesen Problemen, die kostet einfach sehr viel Substanz, und das ist wirklich eine dieser grundsätzlichen Forderungen, dass eben auch die Schwestern ja untereinander, aber auch mit einem entsprechenden Betreuer in Supervisionsform eben über diese Probleme sprechen können. Aber ich habe gehört, dass das etwa in Schweizer Krankenhäusern Standard ist, dass das dort völlig klar ist, dass das dort passiert. Ich habe Sie vorher unterbrochen, Herr Dr. Donner. Ich frage mich, ob hier nicht auch ein bisschen wir uns überlegen müssen, ob der Stellenwert des menschlichen Lebens überhaupt im Denken einer solchen 30-Jährigen anders geworden ist. Anders geworden deshalb vor dem Hintergrund einer Lebensbiografie von vielleicht 20 Jahren, in der sie noch im Durchschnitt etwa 10.000 bis 12.000 Mal gesehen hat im Fernsehen, wie jemand umgebracht wird, in der sie also täglich die Horrormeldungen von äußeren Kriegen und von inneren Kriegen in der lieben Familie, die wir also täglich in den Zeitungen lesen, schon gar nicht mehr zur Kenntnis bringt. Das alles prägt ja einen Menschen. Das darf ich einmal, Herr Dr. Donner, darf ich Sie unterbrechen? Schalten wir noch einmal nach Leins, weil die Generaloberin der Schwestern von Wien sicher auch zur Frage der Belastung der Schwestern und dem, was man dagegen tun kann, etwas sagen will. Nochmals Alfred Stamm in Leins. Vor allem möchte die Frau Stauding etwas zur psychologischen Beratung der Schwestern sagen. Die gibt es ja in Wien, haben Sie mir vorher gesagt, doch. Ja. Es ist so, dass wir nicht nur im Rahmen der Basisausbildung die Schüler bereits schulen auf Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden, sondern dass wir in unserem Fortbildungszentrum der Stadt Wien, das wir für die Gemeinde Wien bediensteten, also vorrangig für Gemeinde Wien Bedienstete führen, seit 4 Jahren Seminare, 5-Tage-Seminare haben, wo wir Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden mit dem Personal. Sie sind derzeit nicht verpflichtend auf freiwilliger Basis, haben aber regen Zustrom. Wir mussten diese Seminare verdoppeln und heuer sogar verdreifachen, weil wir eben das Angebot für das diplomierte Krankenpflegepersonal erweitern wollen. Unabhängig. Gibt es das nur für die Stationsgehilfinnen oder für die diplomierten Krankenschwestern oder für alle? Will ich Ihnen gerade sagen, es gibt es am Fortbildungszentrum für das diplomierte Krankenpflegepersonal und im Rahmen der Fortbildungsprogramme der sogenannten innerbetrieblichen Fortbildung für das Pflegepersonal gibt es diese Seminare auch für die Stationsgehilfen. Herr Primas, und ab morgen gibt es als Versuch, glaube ich, auch in Leins einen psychologischen Beratungsdienst für Krankenschwestern. Später aber doch. Stadtrat Stacher hat es vor einiger Zeit eingerichtet. Es wird morgen der Chefarzt der psychosozialen Dienste bei mir vorsprechen. Wir werden diesen Dienst im Krankenhaus Leins installieren. Und dann soll es ihn in den anderen Spitälern auch geben? Ich nehme das wohl an. Dankeschön, zurück ins Studio.
finde das absolut begrüßenswert. Das ist in jeder Weise gut, glaube ich, in gerade diesem schweren Beruf besonders gut, auch von dieser Seite her geschult zu sein. Und ich würde das absolut befürworten, das ist gar keine Frage. Die würde mir sicherlich daraus auch sehr viel erwarten. Und wir wollen ja auch, glaube ich, wirklich darauf hinweisen, dass ja diese vier unvorstellbaren Personen ja nicht jetzt Anlass sein sollen zu sagen, die anderen wären nicht gut und würden nicht mit uns wirklich zum Wohl der Patienten alles tun. Herr Primaus, können Sie sich vorstellen, jetzt wird sicher in allen Spitälern untersucht, jetzt werden die Sterbebücher untersucht, durch den Computer laufen gelassen. Ist es für Sie so unvorstellbar, weil Sie immer betonen, das sind diese vier, ist es für Sie so unvorstellbar, dass sich Ähnliches in einem anderen Spital in Österreich ereignet hat? Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es Menschen, die so handeln, in Vielzahl geben kann. Ich habe von der Regie ein Zeichen bekommen, dass wir ein Telefonat mit dem Polizeipräsidenten, Herrn Dr. Bögel, erwarten. Herr Dr. Bögel, können Sie mich hören? Wir waren in diesem Studio nicht auf Telefonschaltungen von vornherein vorbereitet. Ich bitte um Verständnis, wenn es nicht sofort geht. Herr Dr. Bögel, können Sie mich hören? Nein, das funktioniert nicht. Zurück zu Ihnen, Herr Dr. Donner. Noch einmal zu dem... Ich frage mich außerdem, ob sich die Hintergründe nicht auf eine zunehmende und beobachtbare Polarisierung zwischen Jung und Alt. Auf der einen Seite die Alten, die also unproduktiv sind, weniger aktiv sind, wenig konsumtiv sind. Auf der anderen die Jungen, die also so in der üblichen Werbesprache als die einzige Generation ist, auf die es ankommt. Apostrophiert wird die Aktiven, die Produktiven, die Konsumtiven. Und ein bisschen verschiebt sich also das Gleichgewicht, meine ich, zu Ungunsten, immer mehr zu Ungunsten unserer alten Mitglieder der Gesellschaft, obwohl wir alle gerne alt werden möchten und gesund alt werden möchten, nur gerne ausklammern, wie das dann eigentlich wirklich ist. Und ob wir also nur lästige Pensionsverzehrer dann sind, das würde ich mich fragen. Ich bin nicht der Meinung, wie die Salzburger Nachrichten, die so sagen, man kann, kein Systemfehler wird ihnen die Verantwortung abnehmen, keine wird ihnen die persönliche Grausamkeit, das lässt sich also nicht mit gesellschaftlichen Verhältnissen erklären. Ich bin nicht so ganz sicher, ob man da die Gesellschaft völlig ausklammern kann. Herr Bürgermeister, Sie sind Politiker. Ja, ich möchte stimmt nicht irgendetwas, darf ich eine Frage formulieren, bevor Sie losschießen. Stimmt etwas an unserem medizinischen System nicht? Sie tragen hier Mitverantwortung. Ist nicht da sehr viel dran, was da gesagt worden ist? Man schiebt die alten Leute ab. Man weiß gar nicht, wo man sie hinschieben soll, wenn sie chronisch krank sind. Sie werden auf Akutbetten gelegt, weil das besser finanzierbar ist und das kann man besser in den Budgets unterbringen und so weiter. Sie kennen das alles. Muss man nicht das zum Anlass nehmen, über das System nachzudenken? Also zunächst einmal meine ich, grundsätzlich gibt es kein System, wo immer man es haben mag, das nicht verbesserungsfähig ist, erneuerungswürdig ist und dass es nicht neue Überlegungen geben muss. Und Sie haben mir eigentlich die Antwort ein wenig vorweggenommen, indem Sie mich gefragt haben, stimmt das System nicht? Und dann haben Sie eigentlich vom Abschieben der Alten gesprochen, dass Sie gesagt haben, ich soll nicht gleich losschießen, wollte ich genau bei dem beginnen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, was Sie zu tun gedenken, oder was man tun kann. Unterbrechen wir schon dabei, Herr Oberhauser. Wir zweifeln uns immer schwer miteinander. Ich versuche nur... Ich habe jetzt so lange auch zugehört, in aller Geduld, bei allen Schaltungen, also lassen Sie mich doch wenigstens einatmen. Daher, ich möchte beim Herrn Donner anfangen. Ich bin völlig der Meinung, ich habe unlängst in einem Interview gemeint, es ist eine Katastrophe, in welchem Maße wir unsere Alten vernachlässigen, in welchem Maße sie zurückgeblieben sind, in welchem Maße sie nicht teilhaben am Fortschritt. Das ist mir nicht gut bekommen. Ich werde es deshalb immer wieder sagen. Ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, oder sind wir jetzt einer Meinung, die beginnt, die alten Menschen abzuschieben. Ich hätte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als ununterbrochen zu intervenieren, wohin alte Menschen kommen. Nicht etwa, dass sie glauben aus Notfällen, nicht etwa, dass sie glauben aus Familien, die zutiefst berufstätig sind, sondern aus wohl saturierten Familien, wo Alte krank werden. Das Erste ist, alte Menschen abzuschieben. Wir müssen in uns gehen, Herr Oberhauser, da haben Sie recht. Das System als Ganzes, unser soziales Denken, ist absolut erneuerungswürdig. Wir haben Pflegeheime für 10.000 Menschen jetzt. Wir könnten wahrscheinlich Hunderttausende machen.
Es ist, was früher die Familie war, die versucht hat, eine Mutter, einen Vater möglichst lange zu haben, in der Familie zu belassen. Was gelingt auf dem Land noch ist, haben wir mit bestimmten sozialen, vielleicht auch manchmal Fehlvorstellungen dahin gebracht, dass man sagt, mit den Alten weg. Und ich möchte wirklich zu einer Erneuerung dieser Überlegung empfehlen. Ich bin auch für alle diese Erneuerungen, die Sie sagen und die Frau Kriegel noch sagen wird. Aber bitte, eines darf am Ende der Diskussion nicht herauskommen. Dass wir jetzt nachdenken, was alles schuld ist, nur die vier, die einfach eiskalte, nackte Mörderinnen sind, unabhängig von jedem System. Denn gerade Ihr Beitrag vorher hat gezeigt, dass es sich ja gar nicht um Menschen handelt, die in einer schweren Lebenslage sind, die freundlich und friedlich mit ihren Nachbarn zusammenleben, die offenbar ein sehr geordnetes Familienleben gehabt haben. Das sind keine unterdrückten, pressierten Menschen. Ich meine, es darf nicht am Ende überbleiben, dass wir Fehler suchen, tausend, nur nicht bei denen, die nackte, kalte Mörder sind. Bürgermeister, ich bitte Sie jetzt, ohne dass wir jetzt wieder uns da gegenseitig die Zeit nehmen, um eine kurze Antwort. Ich möchte Sie nach der politischen Verantwortung fragen. Und ich meine damit nicht dieses kleinliche politische, parteipolitische Hickhack, wenn dann Roter was tut, schimpft der Schwarze und fordert seinen Kopf, sondern was bedeutet im konkreten Fall für Sie jetzt politische Verantwortung? Wird die gezogen und wenn ja, wie? Eine politische Verantwortung für kalte, hinterhältige Mörder kann es grundsätzlich nicht geben. Es kann Verantwortung geben für unser Krankenhauswesen, dafür tragen wir sie, diese Verantwortung. Dem stehen gegenüber Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die gepflegt werden, die im Spital sind, die zufrieden sind, die in der Aufopferung der Ärzte und Schwestern gepflegt werden. Und wenn wir feststellen, ich habe ja am Beginn gesagt, wir werden eine Disziplinaruntersuchung und eine Dienstaufsichtsuntersuchung auch machen gegen den Herrn Primarius. Und wenn wir feststellen, dass wir entweder im Personenkreis oder aber auch im politischen System einen Fehler haben, der schuld ist, dass vier hinterhältige Mörderinnen gewirkt haben, da muss es auch politische Konsequenzen geben. Auch bei den politisch Verantwortlichen? Selbstverständlich, wenn sich herausstellt, dass politisch Verantwortliche für vier hinterhältige Mörderinnen verantwortlich sind, dann wird es sie geben. Für 49 Tote vielleicht auch? Ja, für 49 Tote, die aber nicht von einem Politiker, sondern von vier hinterhältigen Mördern umgebracht worden sind. Nein, aber die Politiker haben die Verantwortung. Die Politiker haben doch auch die Verantwortung dafür tragen, wenn ein Autofahrer, wenn Sie gelegentlich zu schnell fahren und jemanden zu Schaden fahren, ist auch nicht ein Landesrat schuld, der für die Straßen zuständig ist, sondern Sie als Autofahrer. Nein, aber auch die Politiker zu brechen, sich den Kopf über die Sicherheit auf den Straßen. Aber es ist zu einfach, sich ein Gesellschaftsspiel daraus zu machen und zu sagen, und jetzt ist irgendjemand schuld. Der Stache ist schuld, dass vier eiskalte Mörderinnen 49 Menschen umgebracht haben. Schuld sind nicht diejenigen, die im vorigen Jahr nicht in der Lage waren, das aufzudecken. Schuld sind nicht diejenigen, die nicht im vorigen Jahr dem nachgegangen sind. Schuld ist auf jeden Fall der Stache. Herr Bürgermeister, um es zu präzisieren. Das ist zu einfach. Der Bürgermeister von Wien, selbstverständlich. Herr Stadtrat Stache ist nicht verantwortlich für die vier Mörderinnen, aber er ist verantwortlich für das System, das in seinem Bereich herrscht. Ja, wir haben ja eine Stunde über das System gesprochen. Das System besteht darin, dass hier Ärzte und Krankenschwestern und ein neuer Direktor hier sich nach bestem Wissen und Gewissen bemüht. Aber wenn Sie unter System verstehen, dass man zu jeder Krankenschwester und zu jeder Stationshilfe einen zweiten hinzustellt, dass der auf den ersten aufpasst, dann sage ich Ihnen gleich, dieses System kann es und wird es nicht geben. Dann lügen wir doch unseren Zuhörern nicht etwas vor. Das klingt attraktiv für einen Journalisten, aber für den, der Verantwortung trägt, der hat die Aufgabe, die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe nur, es gibt ein System, dass es nicht solche Dinge wieder gibt. Ja, ich hoffe, es gibt ein System, dass es überhaupt nie Mörder gibt. Ich hoffe, Sie wissen ein System, das ist so, als wenn Sie sagen, ich hoffe, es gibt ein System, dass es nie mehr Mielei gibt. Das wünschen wir uns alle. Eiskalter Mord wünschen wir uns nicht. Aber ein System, das eiskalten Mord verhindert, das gibt es nicht. Erzählen Sie doch nicht den Zuschauern Dinge, von denen Sie selbst wissen, dass sie nicht möglich sind. Nein, ich habe nur Fragen gestellt. Ja, und ich habe sie auch nur beantwortet. Ein Zwischensatz von mir, Mielei, für die, die in Geschichte nicht so bewandert sind oder die den Vietnamkrieg nur aus Büchern kennen, das war ein Massaker der amerikanischen Armee in einem kleinen Dorf eben in Mielei. Es hat ein Verfahren gegeben, ich glaube, einer der Verantwortlichen ist verurteilt worden. Ich habe von der Regie ein Zeichen bekommen, dass wir erneut den Polizeipräsidenten Bögl am Telefon haben. Ich hoffe, die Verbindung klappt jetzt. Herr Präsident, können Sie mich hören? Ich höre Sie, zumindest am Fernsehapparat. Hervorragend. Herr Präsident, im Beginn dieser Diskussion sind eigentlich erstaunliche und wenn man es jetzt aus der Sicht des Polizisten sieht, eigentlich für uns jetzt erschreckende Fakten bekannt geworden. Nämlich der Eindruck, dass diese Untersuchung, die vor einem Jahr aufgrund eines Verdachtes durchgeführt wurde, dass diese Untersuchung, sagen wir so, oberflächlich gemacht wurde, dass aus heutiger Sicht betrachtet, hätte man damals mehr getan, mehr befragt, tiefer gebohrt, der Fall schon damals aufgeklärt worden wäre und vielleicht eine ganze Reihe von Morden so verhindert worden wären.
Präsident. Ich finde es als meine Aufgabe, Mörder oder Mörderinnen dem Gericht zu präsentieren, und zwar so, dass es einem Verfahren entspricht. Ich habe mich daher bewusst aus der Frage der Dienstaufsicht herausgehalten, solange mir nicht Hinweise vorliegen, und die liegen nicht vor, dass ein Arzt involviert ist. Nur wenn der Herr Primark Schneid jetzt die Polizei kritisiert, was ich nie getan habe bei der Dienstaufsicht der Ärzte, da muss ich sagen, ich werde nicht zulassen, dass jetzt Schwestern und Polizisten überbleiben. Das war eigentlich der Grund meines Anrufes. Herr Präsident, der Bürgermeister von Wien hat eine Disziplinaruntersuchung angekündigt über die Vorgänge im Spital. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Polizei von sich aus eine Untersuchung macht, um von sich aus zu klären, was vor einem Jahr getan wurde, was unterlassen wurde, und damit die alles entscheidende Frage zu klären, ob diese fürchterliche Mordserie nicht schon vor einem Jahr hätte gestoppt werden können? Das ist überhaupt keine Frage, nur uns lag ein gerichtsmedizinisches Gutachten vor. Wenn Sie wollen, aber bin ich durchaus bereit, auch das anzugreifen. Ich bin gerne bereit, alles zu tun, was zur Aufklärung dieser Möglichkeiten, die es gegeben hat, oder zumindest stehen sie im Raume, beiträgt. Nur ich habe mich bewusst bis jetzt aus den Fragen, die nicht zur Überführung von Mörderinnen dienen, herausgehalten. Aber wenn man jetzt Schwestern und Polizisten überlässt, dann werde ich auch von diesen Möglichkeiten, die ich habe, Gebrauch machen. Das wollte ich jetzt nur sagen. Ist das eine Drohung? Ist das eigentlich als Drohung zu verstehen, dass Sie jetzt bei weiteren polizeilichen Erhebungen vielleicht stärker auf die Rolle der diplomierten Krankenschwestern, der Ärzte, der Spitalsverwaltung eingehen wollen? Ist das so zu verstehen? Aber überhaupt nicht. Ich möchte nur alle Fragen, die heute angeschnitten wurden, und ich habe diese Sendung genau verfolgt, aufklären. Und ich werde die Öffentlichkeit darüber informieren, was an Vorwürfen bei der Polizei überbleibt. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Telefonat. Eine Frage noch, der Herr Edelbacher hat sich gemeldet. Wir sind fast am Ende der Zeit. Die Frau Kriegler hat das Schlusswort, das ist schon ausgemacht. Sie brauchen keine Angst haben. Herr Dr. Edelbacher, wenn man die Frau Wagner, Sie haben mit den Feuern zu tun gehabt, wenn man die Frau Wagner vor einem Jahr in ein Zimmer gesetzt hätte und gesagt hätte, Frau Wagner, es gibt den Verdacht, dass während Ihrer Dienstzeit auf dieser Station Patienten umgebracht worden sind. Glauben Sie, hätte die Frau Wagner gestanden? Sie hat ja diesmal nicht sehr lange gebraucht. Ich finde es ungeheuerlich, diesen Vorwurf gegen die Polizei. Erstens einmal sind bei den ersten Erhebungen ist die Polizei auf eine Mauer des Schweigens im Spital gestoßen. Eine Mauer des Schweigens, ist auch jetzt. Nur aus den Schwestern oder auch? Und auch bei den Ärzten. Und ich meine, die zitierte Anzeige zeigt das. Zweitens finde ich es noch immer etwas ungeheure Verdienst der Kriminalbeamten ohne jeglichen Sachbeweis. Denn sowohl die Gerichtsmedizin hat keinen geliefert, als auch die Ärzte. Denn der eine Fall, den wir haben, auch der ist bis heute noch nicht der Fall, der gestanden wurde. Es ist allein auf die Einvernahmetechnik unserer Beamten zurückzuführen, dass wir diese Mordgeständnisse haben. Und daher ist es unerhört und spricht von einem wahnsinnigen Unverständnis, von einem kriminalistischen, wenn man einfach sagt, einen Namen gebe ich gar nicht bekannt. Ja bitte, wie sollten die Polizei in einem Kreis, der in sich geschlossen ist, auf etwas kommen, wenn von dort nicht einmal von der Leitung her man bereit ist, dort solche Namen bekannt zu geben. Gut, weil sicher an dem Abend nicht alle Fragen ausdiskutiert werden, Frau Giegler, Sie kommen dran, nur ein Hinweis, in der morgigen Sendung wir und am Mittwoch in den Argumenten, die ihr Thema gewechselt haben und zwei Stunden sich nur diesem Fall widmen werden, und wahrscheinlich am Donnerstag im Club 2 geht es auch noch um dieses Thema, auch noch um die Frage. Aber jetzt ja, der Kollege Klaus Mandl, die Frage. Sie, Ihr Resümee ziehen, vielleicht noch eine wichtige Frage. Wir haben heute öfter davon gesprochen, es seien nicht die Verhältnisse, das seien vier Mörderinnen. Da spricht aber vielleicht doch ein gewichtiges Argument dagegen. Denn man kann sich doch leicht vorstellen, dass ein Mensch geistig abnorm veranlagt ist und zum Massenmörder wird. Es ist eigentlich dann aber schon wieder eine andere Frage, ob der in seiner engen beruflichen Arbeitsumgebung, wo nicht davon sonderlich viele Leute da sind, vier Leute findet oder drei Leute findet, die da mitmachen. Liegt da nicht doch etwas in den Verhältnissen? Für den Pflegeberuf, ich muss da etwas weiter ausholen, muss ich sagen, dass viele der Kolleginnen auch
ja, einerseits verärgert sind darüber, dass sie nie gehört werden, dass sie Mängel wissen, dass vieles einfach wieder unter den Tisch gekehrt wird und dass auch viele Anliegen der Pflegepersonen, viele Forderungen der Pflegepersonen einfach von den Verantwortlichen, ich sage von den verantwortlichen Beamten im Gesundheitswesen, aber auch von den verantwortlichen Politikern, nicht entsprechend Gehör finden. Vielfach ist es ja noch so, dass die Pflegepersonen nur über andere Berufsgruppen, sprich Ärzte oder auch Beamte, überhaupt an die Grunderfordernisse des Berufes herankommen. Es war interessant für mich zu hören, wie schnell das gehen kann. Eine Forderung, die wir jahrzehntelang haben, zum Beispiel diese Supervision, wie schnell das gehen kann, von einem Tag auf den anderen wird das ermöglicht. Und wir haben viele Forderungen, gerade die eben eine Verbesserung des Berufes betreffen, jahrzehntelang vorgebracht. Wir sind sehr selten gehört worden und vieles ist dann auf anderer Ebene ausgemacht worden. Und das verbittert die Pflegepersonen, die jetzt sozusagen das alles austragen müssen, die aber so selten die Gelegenheit gehabt haben, wirklich auch ihre Forderungen, die Hand und Fuß haben, auch entsprechend umgesetzt zu bekommen. Das Schlusswort kriegt noch ein Schlusswort, egal was die Sendezeit sagt. Der Primarius Besendorfer darf noch einen Satz sagen, weil er so scharf angegriffen wurde. Ist Mauer des Schweigens ja oder nein vor einem Jahr beim ersten Verdacht? Ich möchte zu dem Verdacht eines sagen. Die Polizei und ich im Gegensatz zu anderen bin dankbar für ihre Arbeit. Sie haben Geständnisse. Sie werden Probleme haben und Schwierigkeiten in einem dieser zitierten Fälle den Mord nachzuweisen, weil es uns ja die Gerichtsmedizin gezeigt hat an den zwei Fällen, dass es diese geringfügigen Mengen, diese Mittel, die diese Personen eingesetzt haben, nicht fassbar sind. Und wir haben nur die Chance gehabt, durch diesen Fall, den wir gemeinsam bearbeitet haben, dieser Sache dienlich zu sein und hier diesen Gräueltaten ein Ende zu setzen. Herr Bürgermeister, ich darf Ihnen, der Runde danken auch meinen zwei Kollegen, die so nett waren, diese Sendung mit mir zu moderieren. Und weil es halt doch eine Zeit im Bild 2 ist und vielleicht doch noch ein Interesse auch noch an anderen Themen ist, haben wir jetzt eine Meldungsübersicht über das, was sonst noch passiert ist. Ich hoffe, es ist Erfreulicheres dabei. Wirtschaftsminister Robert Graf tritt zurück. Als Begründung dafür nannte Graf die Diskussion innerhalb der ÖVP. Er habe es satt, sich über die Medien ausrichten zu lassen, dass er gehen solle, formulierte Graf. Diese Art der Diskussion sei entwürdigend und unerträglich. Deshalb bleibe er nur noch so lange im Amt, bis sein Nachfolger angelobt sei. ÖVP-Obmann Alois Mock hat den Rücktritt Grafs angenommen. Dieser Rücktritt sei konsequent, weil Graf gespürt habe, dass führende Persönlichkeiten der ÖVP nicht mehr hinter ihm stünden. Mock sagte, dass ein Nachfolger für Graf so rasch als möglich angelobt werden soll. Bundeskanzler Warnitzki hat den Rücktritt Grafs bedauert. Graf sei weit über seinen Aufgabenbereich hinaus zur Großen Koalition und ihrem Programm gestanden, sagte der Kanzler. Der Lukona-Ausschuss beschäftigte sich diesmal mit den Ermittlungen der niederösterreichischen Sicherheitsdirektion im Fall Proksch. Der Kriminalbeamte Franz Reiter sagte, bei seinen Erhebungen sei er auf große Schwierigkeiten gestoßen. Die Anwälte von Udo Proksch hätten gegen ihn interveniert und dem Innenministerium habe er ständig berichten müssen. Im November 1984 wurden alle Ermittlungen auf Weisung des Innenministeriums gestoppt. Diese Weisung wurde aber einige Stunden später wieder aufgehoben. Reiters Vorgesetzter Oberst Tranninger sagte dazu, er habe gewusst, dass diese Weisung rechtswidrig war. Denn Ministerialrat Köck, der die Weisung unterzeichnet hatte, sei in diesem Fall nicht zuständig gewesen. Steiermark. Freisprüche im Umweltprozess gegen den Feldbacher Lederfabrikanten Herbert Schmidt und den Landtagsabgeordneten Alois Habentod. Schmidt wurde vorgeworfen, die Raab von 1984 bis 1986 durch Abwässer aus seiner Lederfabrik vorsätzlich verschmutzt zu haben. Habentod wurde der Beihilfe beschuldigt, weil er als Bürgermeister von Feldbach die Überschreitung der vom Land bewilligten Abwassermengen genehmigt hatte. Als Zeuge wurde heute auch der frühere steirische Umweltlandesrat Landwirtschaftsminister Riegler einvernommen. Der Richter begründete die Freisprüche damit, dass der Schaden in der damals ohnehin stark verschmutzten Raab gering war und die Folgen inzwischen wieder beseitigt wurden. Die Lederfabrik Schmidt hat eine eigene Kläranlage und auch die Stadt Feldbach hat eine neue Abwasserreinigung.
Bundesrepublik Deutschland. Ohne Ergebnis verliefen die Beratungen der Justizminister von Bund und Ländern über eine eventuelle Kompromisslösung gegenüber den hungerstreikenden RAF-Häftlingen. Während CDU und CSU-Politiker die Forderungen der Inhaftierten nach Zusammenlegung ablehnen, sehen SPD-Politiker in der Bildung von Kleingruppen eine akzeptable Lösung. Inzwischen beteiligen sich 33 RAF-Häftlinge an dem nun 10 Wochen währenden Hungerstreik. Sowjetunion. Erste Bilder von den Massendemonstrationen in der Teilrepublik Georgien gelangten jetzt in den Westen. Die Demonstranten forderten vor allem die Unabhängigkeit für Georgien. Das massive Vorgehen der Truppen des Moskauer Innenministeriums wurde inzwischen von offizieller Seite damit gerechtfertigt, dass sich unter die Demonstranten Extremisten mit antisowjetischen Slogans und unannehmbaren Forderungen gemischt hätten. Namibia. UNO-Truppen werden in den Norden verlegt, um den Kämpfern der Unabhängigkeitsbewegung SWAPO einen sicheren Rückzug nach Angola zu garantieren. Am Wochenende hatte SWAPO einen neuen Waffenstillstand unterschrieben. Am 1. April waren mehr als 1000 SWAPO-Kämpfer nach Namibia eingedrungen. In heftigen Gefechten mit der namibischen Polizei und der südafrikanischen Armee hatten die Freischärler seither fast 300 Mann verloren. Jetzt werden sie über Radio aufgefordert, sich in 9 Lagern und bei Kirchen unter der UNO-Flagge zu sammeln. USA. Etwa 300.000 Menschen haben in Washington für das Recht auf Abtreibung demonstriert. Ursache der neuen Abtreibungsdiskussion in den USA ist die bevorstehende Entscheidung des obersten Gerichtshofes über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes des Bundesstaates Missouri. Dieses untersagt die Abtreibung nach der 20. Schwangerschaftswoche. Außerdem schränkt es die Bereitstellung öffentlicher Mittel oder Einrichtungen für Abtreibung ein. Seit 1973 ist die Abtreibung in den USA legal. In Erinnerung an die Suffragetten, jene Feministinnen, die um die Jahrhundertwende für das Frauenwahlrecht kämpften, waren die meisten Teilnehmerinnen an der Kundgebung in Weiß gekleidet. Und jetzt das Wetter. Die Satellitenbilder seit heute früh zeigen eine starke Südströmung. In Österreich, nördlich der Alpen, verursacht das Föhn, aber diese Strömung führt eine weit ausgedehnte, hochliegende und geschlossene Wolkendecke mit sich. Diese Strömung und damit auch der Föhn bleiben auch morgen bestehen. In Österreich ist es morgen sonnig mit recht aufgelockerter Bewölkung. Lediglich im Südwesten, im Wolkenstau an den Alpen, muss man mit ein wenig Regen rechnen. Das war für heute die Zeit im Bild 2. Die Patientenmorde von Lainz, die sind, wie gesagt, morgen Thema in der Sendung Wir und am Mittwoch 2 Stunden lang in der Sendung Argumente, die aus diesem Grund ihr ursprüngliches Thema, nämlich die Kirchensteuer, geändert hat. In Planung ist, wie gesagt, auch noch ein Club 2 zu diesem Thema am kommenden Donnerstag. Ich möchte mich jetzt vor allem bei den Zuschauern bedanken, die schon seit, ich glaube, 3:45 auf den Beginn der Hitler-Dokumentation gewartet haben. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir heute ausführlich uns mit einer Mordserie befasst haben, deren historische Parallelen eigentlich nur in der Zeit Adolf Hitlers zu finden sind. Adolf Hitler, eine Karriere, so heißt die umstrittene Dokumentation, dazu einführende Worte von Alfred Perlleitner im Namen von uns allen im Studio. Guten Abend. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken werden Sie den großen Dokumentarfilm Hitler, eine Karriere, zu sehen bekommen. Es ist kein Zufall, dass wir dieses Werk des bekannten Hitler-Biografen, des Journalisten, Literaten und Mitherausgebers der Frankfurter Allgemeinen Joachim Fest gerade in diesem Monat und nach dem großen Bedenkjahr 1988 zeigen. Immer wieder konnte man dabei nämlich feststellen, dass für viele junge Leute von heute das damalige politische Verhalten ihrer Großväter völlig unbegreiflich erscheint. Als Resultat halten sie die frühere Generation dann entweder für eine Schar von ausgemachten Dummköpfen oder für simple Spießgesellen des Terrors. Hinter einer solchen Auffassung scheint ein tiefes und ziemlich naives Missverständnis zu stehen. So, als würde das Böse in der Geschichte wie in den Märchenbüchern stets nur mit Boxfüßen, mit Hörnern am Kopf und sehr viel Gestank auftreten, also für jedermann leicht erkennbar. Adolf Hitler aber kam mit 35mm Film, er kam mit verklärender Gegenlichtfotografie und einer wahren Selbstinszenierungsorgie. Sogar ein so kritisch distanzierter und gebildeter Ausländer wie der damalige britische Botschafter Neville Henderson bemerkte einmal nach dem Erlebnis des Nürnberger Parteitages, dass er noch nie bis dahin
ein so perfektes Ballett gesehen habe. Und dabei darf man nicht vergessen, dass dieses nationalsozialistische Staatsballett das erste und auch das einzige war, das in diesem Deutschland zu hören und zu sehen gewesen ist, denn alle anderen Bilder und auch Töne waren bekanntlich verboten. All das und auch die Entzauberung zeigen Joachim Fest und sein Gestalter Christian Herrndörfer. Solche Darstellungen samt Demontage erscheinen deshalb wichtig, weil sich zwar die Geschichte nicht wiederholt, aber gewisse menschliche Grundeigenschaften gleich bleiben. Dazu gehört auch die gewisse blinde Begeisterung, wenn auch die anderen begeistert sind, vor allem aber der Aberglaube an die angeblich so einfachen Lösungen. Adolf Hitler hat es selber formuliert. 1936 gab er einem französischen Journalisten ein Interview, in dem er seinen Erfolg sozusagen auf den Punkt gebracht hat. Ich zitiere: Unsere Probleme erscheinen kompliziert. Das deutsche Volk konnte mit ihnen nichts anfangen. Man zog es vor, sie den Berufspolitikern zu überlassen. Ich dagegen habe die Probleme vereinfacht und sie auf die einfachste Formel gebracht. Die Masse erkannte dies und folgte mir. Ende des Zitats. Nun, Adolf Hitler ist nur noch ein Schemen der Geschichte. Doch die Gefahren der gewalttätigen Vereinfachung, der vielen Schlagworte und der Manipulationen aller Art, die werden uns wohl auch in die Zukunft begleiten. Deshalb dieser Film. Dieser Film hat als